So, Nummer 2. Ich würde im Gegensatz zu gestern ein paar Sachen besser machen, ein bisschen schneller reden und die Videos kürzer halten. Ja, also starten wir. Was heute gelaufen ist, ich habe am Morgen hab ich Visual Computing gehabt. Da geht es darum, wie Kameras funktionieren, wie Bilder gespeichert sind, wie man die verarbeitet. Wir haben jetzt momentan gerade Filter, also wie man Sachen unscharf macht oder schärfer. Und heute haben wir Fourier-Transformationen angeschaut. Das ist eine andere Art zum Bilder repräsentieren im Computer, also nicht Punkt für Punkt im Bild. Mit dem Wert, wie hell das ist und welche Farbe. Sondern in Form von so Wellen. Das ist sehr abstrakt und schwierig. Ist aber verlustlos. Also man kann es auch wieder zurück umwandeln in ein normales Pixelbild. Und in dem anderen Wellenbild kann man ein paar Sachen sehr einfach auslesen. Zum Beispiel irgendwie die durchschnittliche Helligkeit von einem Bild. Das ist einfach ein Pixel auf dem neuen Bild. Gibt ja. Ja, so Sachen. Also wir haben die Anwendungen noch nicht angeschaut, da kommen wir noch dazu. Wir haben jetzt mehr die Umwandlung angeschaut, wie sehen denn so Bilder aus. Ja, im neuen Raum. Ja, das ist interessant, aber schwierig gewesen. Dann habe ich über Mittag zu Mittag gegessen. Reis, ich werde mir angewöhnen, Reis zu essen. Das war okay gewesen. Gut, ich finde Reis halt irgendwie trocken, aber ich probiere es jetzt. Wenn es gibt zum günstigen Menü, nehme ich es, glaube ich. Dann am Mittag hatte ich APC gehabt, wie gestern, wieder bei der Frau Steger. Wir haben einen neuen Algorithmus angeschaut, der sehr ähnlich ist. Gestern haben wir angeschaut, wie man Punkt will, in einem gewissen Bereich lokalisieren, also finden. Ja, wie man das macht und wie schnell, das ist in logarithmischer Zeit gegangen. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, wenn man einen Punkt hat und ein paar Linien, welche Linie ist über einem Punkt? Gerade über einem Punkt. Das scheint einfach zu sein, aber ist halt wieder ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich die Linie, hat man nur als Endpunkt gespeichert und als Koordinaten und jetzt aus diesen Koordinaten da rauslesen. Ja, da haben wir jetzt eineinhalb Lektionen gebraucht für das. Ja, und es geht auch wieder in logarithmischer Zeit. Dann am Abend vom 5. bis am 7. habe ich noch Cognitive Neuroscience gehabt. Dort ging es darum, um die Entwicklung vom Hirn. In Fötene und dann auch ein bisschen nachher, aber auf das sind wir gar nicht so eingegangen, weil das ist eh noch ein bisschen umstritten, wie es nachher ist, innen im Bauch, weiß man eigentlich so ein bisschen, was läuft. Ja, dort einfach so, wie aus dem ersten Zellklumpen sich da die erste Röhre von Zellen bildet, die Röhre. Wird dann irgendwann zum Rückenmark und dann irgendwo vertickt sie sich an drei Orten. Da wird dann zu drei verschiedenen Teilen vom Gehirn. Da krümmt sich dann zusammen, dass die drei Teile dann irgendwie ein Bolle sind und ja, so Sachen halt. Ja, ist noch interessant gewesen. Ja, es werden wirklich viele Fragen gestellt. Vor allem dumme. Ja, ein paar Sachen, ja, kann man ja nicht böse nehmen, aber es ist halt dann langweilig. Also mit dummen Fragen meine ich irgendwie, ja, ich habe jetzt irgendwie gedacht, man kann das erwarten von einem ETH-Student, dass die da können unterscheiden. Ein paar gesagt, wir sind zum Beispiel auf die Grösse von Hirn bei Männern und Frauen eingegangen und dann haben halt viele und mehrere gefragt, ja, warum ist das so, warum ist das so? Und er hat halt gesagt, er wüsste es nicht. Und das wüsste man nicht. Also er glaubt, man wüsste es bis jetzt einfach nicht. Und dann sind alle mit Vermutungen gekommen.
Und ja, man kann schon vermuten, aber irgendwie auf einem wissenschaftlichen Niveau. Kannst du jetzt nicht mehr sagen, weil ich weiß es nicht. Du kannst Korrelationen, also Übereinstimmungen von gewissen Daten, findest du, aber auch mehr nicht. Also du kannst sagen, ah ja, Frauen sind halt leichter, da brauchen sie weniger Hirn, weil das ist bei den Tieren auch so. Kleinere Tiere haben kleinere Hirn, größere Tiere haben größere Hirn. Ja, da kann ja auch Erklärung sein. Die Größe vom Hirn unterscheidet sich aber schon bei 5. Das ist die Körpermasse noch nicht unterschiedlich, wirklich. Und ja, und auch sonst, auch wenn es mal eine Übereinstimmung gibt von so Daten, dann haben sie andere Sachen gesagt. Ja, Männer haben einen größeren Kopf. Ja, ja, nur weil es übereinstimmt, muss das nicht der Grund sein. Und ich glaube nicht, nur weil wir einen größeren Kopf haben, hat sich da drinnen irgendwie das Hirn freier gefühlt zum Größer werden. Eher umgekehrt, als das Hirn nicht größer werden, der Kopf ist dann halt sich vergrößert wegen dem. Ist ja gleich. Das sind eh alles Vermutungen auch von mir. Und das weiss ich nicht mehr, hätte man nicht müssen irgendwie 7-mal wieder nachfragen, warum, wenn man es nicht weiß. Ja. Ja, da wäre der Tag gewesen, nachher bin ich heim. Ja, nicht so viel los gewesen. Erst halt früher hat er angefangen. Und jetzt das Cognitive Neuroscience ist erst am Abend am 7. Uhr fertig gewesen, darum kann ich jetzt nicht bei Tageslicht mehr aufnehmen. Ja. Und ja, wenn ich noch will, heute ansprechen will, ja, einfach ich schreibe an einem Buch, da bin ich schon ein bisschen weit, so irgendwie 30 Seiten oder so, 35. Und vielleicht werde ich da ein paar Themen auch mit draus besprechen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich auch auf die Technik von dem Videomacher eingehen. In dem Buch geht es eigentlich darum, so, wie soll man sich verhalten im Leben? Wie soll man denken? Was ist sinnvoll, was ist nicht? Ich werde eigentlich von Grund auf aufbauen. Ganz logisch, ohne mit möglichst tiefliegenden Axiomen, also Sachen, die man einfach mal akzeptieren muss. Die probiere ich möglichst klein halten. Also ich sind nicht irgendwie so eine Grundannahme, es gibt Gott oder es gibt kein Gott oder es gibt wie auch immer. Das ist viel zu hoch. Das ist, probiere auch ohne so hohe Konzepte da zu erarbeiten. Und ich finde, ich bin auch schon ziemlich weit. Ich bin momentan gerade mit dem menschlichen Moral am erklären und auch sagen, was sinnvolles Verhalten ist und was nicht. Ja, ich werde da vielleicht mal noch veröffentlichen, vielleicht das ein oder andere Kapitel mal da auch erläutern. Ja, würde mich freuen, falls euch da wieder Wunder nehmen oder wieder schreiben in Kommentar. Ich probiere, dass die Qualität immer wird besser werden. Kamera habe ich, Stativ noch nicht, aber da kann man ja etwas basteln. Momentan fehlt noch so ein Verbindungsstück vom Kabel, dass ich es an den Laptop anhängen kann. Ja, und nachher sollte dann auch besser werden mit der Qualität. Mikrofon weiß ich nicht. Vielleicht lohne ich da, vielleicht auch noch zwei andere. Ja, vielleicht, wenn ich Leute rede, wird es besser. Okay. Also bis morgen.